Also dann willkommen zur 7. Vorlesung Gaben und Logik. Für alle, die nur übers Internet zuschalten und sich fragen, wo die 6. Vorlesung geblieben ist, da gab es ein technisches Defekt. Möglicherweise kommt die noch nach, vermutlich aber eher nicht. Ich werde versuchen, die wichtigsten Sachen zu wiederholen. Vorher aber noch zwei Bemerkungen, auf die ich angesprochen wurde. Erstens eine Bemerkung zur Metatheorie. Also mindestens eine Person unter euch gibt es, die ein bisschen nervös wurde, die ganze Zeit schon ein bisschen nervös war, bezüglich was denn jetzt eigentlich erlaubt ist in dieser Vorlesung und was nicht. Insbesondere wurde diese Person nervös angesichts dieser gestrichenen Pfeile, die wir das letzte Mal einfach so an die Tafel gemalt haben. Und die Frage ist, darf ich so einen gestrichenen Pfeil an die Tafel malen? Dazu ist Folgendes zu sagen. Also zunächst mal, wenn man möchte, kann man diese Vorlesung so interpretieren wie jede andere ganz normale Vorlesung an der Universität Augsburg auch. Das heißt, wir arbeiten in einer starken Metatheorie. Entweder in einer sehr starken informalen Metatheorie oder in sowas wie ZFC. In ZFC gibt es ganz sicherlich sowas wie Tupel. Ja? Paare und längere Paare mit mehreren Einträgen. Und dann kann ich auch syntaktische Objekte definieren, die ich persönlich jetzt wieder lieber kennzeichne durch so gestrichelte Pfeile statt durch Tupel. Also wo wir zum Beispiel letztes Mal geschrieben haben, sowas wie n hoch r gestrichelter Pfeil n, würde jemand, der ganz normal sein will und der das in ZFC umsetzen will, vielleicht einfach das Tupel schreiben r, 1 oder sowas. Weil das ist etwas, oder die wesentlichen Daten, die hier kodiert werden müssen, ist das r und die unsichtbare 1 da oben, mein Ding. So jemand könnte auch sagen, dass, weil wir ja niemals was anderes hier hinten schreiben werden als hoch 1, dass man die 1 weglassen kann. Und dann würde ich das hier halt einfach als R kodieren in Mengenlehre. Was mir Mengenlehre auch erlauben würde, wäre, ein Paar zu verwenden, bestehend aus einem neu ausgedachten Symbol. Vielleicht, also eine Zahl, die dieses neu ausgedachte Symbol kodiert, vielleicht die Zahl aus Star Trek. Und dann das R und dann die 1 oder sowas. Also in ZFC gibt es 1000 Möglichkeiten, wie ich formal machen kann, wenn ich syntaktische Objekte einführe. Ich führe die halt ganz gern irgendwie gleich mit einer suggestiven Schreibweise ein, anstatt irgendwie als Paare, weil dann versteht niemand mehr, was das soll. Ja? Also die suggestive Schreibweise ist für Menschen einfach hilfreich. Ich finde das immer ganz witzig in Informatikvorlesungen. Da wird immer sowas definiert wie, ein endlicher Automat ist ein 17-Tupel, Klammer auf, und dann kommen 17 Variablennamen, Klammer zu, so das, und dann kommen wieder 1000 Axiom oder sowas. Und ein Mathematiker, Makarios schimpft immer drüber im Curry Club, aber ein Mathematiker macht das oft ein bisschen anders. Er schreibt nicht explizit das Tupel hin, obwohl er daran denkt. Auf jeden Fall, das ist die erste Möglichkeit. Man kann einfach sagen, wir arbeiten halt mit ZFC. Zufälligerweise untersuchen wir nicht unendlich 1 Gruppoide, sondern halt formale Systeme, aber es ist egal, wir arbeiten in einer starken Metatheorie. Dann kann ich also was machen. Was wir aber auch machen können, ist in dieser Vorlesung in einer viel, viel schwächeren Metatheorie zu arbeiten. Wir können zum Beispiel in Hating-Arithmetik arbeiten oder sogar in PRA, in primitiv-rekursiver Arithmetik. Und das ist ein kleines bisschen komplizierter. In Hating-Arithmetik zum Beispiel deswegen, weil Hating-Arithmetik nur über Zahlen sprechen kann. Tupel, die wir hier also irgendwie brauchen, um alle möglichen Arten von syntaktischen Sachen zu kodieren, gibt es in Hating-Arithmetik nicht. Ist aber nicht unendlich schlimm, denn wie wir gleich sehen werden, kann man Tupel nachbilden in Hating-Arithmetik. Es gibt eine Möglichkeit, eine sogenannte Paarungsfunktion, aus zwei natürlichen Zahlen eine zu machen, auf eine Art und Weise, sodass man aus dieser einen natürlichen Zahl dann wieder die beiden Komponenten extrahieren kann. Das heißt, immer wenn ich in der Situation bin, dass ich eigentlich ein Paar aus zwei Zahlen hinschreiben will, dann kann ich das indirekt in Hating-Arithmetik machen. Und diese Einsicht genügt eigentlich schon, um Großteile von dem, was wir gemacht haben, zu erkennen, dass man das auch wirklich in HA hätte machen können. Und dann gibt es noch ein paar Subtilitäten, auf die ich dann auch nachher noch eingehe. Wenn man möchte, kann man alles noch eine Stufe tiefer machen und in PRA alles formalisieren. Da gibt es ein Problem, was sich gleich zu Anfangs stellt, nämlich was waren nochmal die sprachlichen Fähigkeiten von PRA? Das waren, dass es freie Variablen geben durfte. Das waren die Konstanten Null und Successor. Und das waren außerdem Funktionssymbole für jede primitiv-rekursive Funktion. Und am logischen Apparat war zur Verfügung Top und Bottom, und Oder, Implikation, aber kein für alle und kein es gibt. Das macht es natürlich recht schwer, Sachen zu formalisieren. Wenn ich zum Beispiel formulieren will,
Jede Zahl besitzt einen Primfaktor, wenn sie größer gleich 1 ist oder größer gleich 2 ist. Dann kann ich das nicht zunächst nicht unmittelbar in PA, weil die Behauptung wäre ja, es existiert ein P, sodass bla bla, und ich kann kein existiert hinschreiben in PA. Oder wenn ich behaupte, in dem und dem formalen System gibt es einen Beweis von dem und dem, dann heißt es ja, es existiert ein P, sodass, ne? Existiert ein Beweis für das. Das kann ich zunächst nicht in PA hinschreiben. Trotzdem kann man all das, was wir bisher gemacht haben, in PA formulieren, wenn man sich nur ein kleines bisschen mehr anstrengt. Was man machen muss, ist im Wesentlichen Folgendes. Angenommen, ich will formulieren, dass es für jede natürliche Zahl n einen Primfaktor gibt, der in n drin steckt. Ja? Dann hätte ich also normalerweise sowas geschrieben wie für alle n existiert ein p, sodass bla bla bla. Das kann ich in PA nicht hinschreiben. Was ich aber stattdessen hinschreiben kann, ist Folgendes. Also hier stünde noch irgendeine Formel, wo n und p vorkommt und die irgendwie ausdrückt, dass p eine Primzahl ist und dass p wirklich ein Teil von n ist. Und stattdessen würde ich dieselbe Formel da hinten nehmen. Statt n schreibe ich weiterhin n, okay, aber statt p schreibe ich f von n. Und nebenbei definiere ich eine primitiv-rekursive Funktion, die halt das entsprechende p berechnet. Und dann verwende ich PAA nur noch, um zu zeigen, dass diese Funktion das tut, was sie soll, nämlich so einen Primfaktor von n finden. Auf diese Art und Weise geht der Existenzquantor weg. Den brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich halt explizit schon nachweise, von welcher Zahl p ich diese Behauptung da hinten nachweise. Und zum anderen, der alle Quantor geht halt dadurch weg, dass n eine freie Variable wird. Also wenn ich diese Übersetzung durchführe, aus dieser Formel aus HA zum Beispiel, diese Formel aus PAA mache, dann kann ich PAA verwenden, um die Behauptung zu formulieren, nämlich eben so. Und dann kann ich PAA auch verwenden, um die zu beweisen. Ja? Wofür ist der Allquantor gut, wenn man ihn auch weglassen kann? Ja, der ist trotzdem gut, und zwar dann, wenn du verschachtelte Aussagen bekommst, wo der Allquantor nicht einfach irgendwo vorne steht, sondern irgendwie, wenn du eine Aussage hast, die noch 7 Implikationspfeile enthält und dann vom dritten Pfeil davon die Voraussetzung, da sind für alle Quantoren drin oder sowas, dann gewinnst du an Ausdrucksfähigkeit. Aber Allquantoren vorne kannst du jederzeit auch ersetzen durch freie Variablen. Das sagt auch eine der Regeln von unserem Kalkül, von Gensens Kalkül natürlichen Schließens, dass ich jeden Allquantor, der vorne steht, sukzessive wegbringen kann im Austausch gegen Einführung einer Variable im Kontext. Ein Problem gibt es noch, und zwar, auch wenn wir alles hier in PAA formulieren, haben wir trotzdem noch eine Notwendigkeit für eine nochmal höhere Meta. Sprache. Darum kommen wir nicht umrum. Denn wenn ich jetzt irgendwie einen Beweis hinschreibe in PAA, vielleicht sogar einen Beweisbaum, richtig bis ins Letzte ausformuliert, dann muss ich ja trotzdem überprüfen, dass das wirklich ein Beweis war. Also ich brauche irgendein Setting, in dem ich jetzt einfach nachprüfe, dass der Typ da vorne die Axiome richtig eingesetzt hat. Und das passiert in einer, das passiert in irgendeiner Metatheorie. Ja, also wir können es nicht ganz vermeiden, irgendwie irgendwo mal informal zu sein. Irgendwo brauchen wir einfach Menschenverstand, der dann eben sagt, dass das, was an der Tafel stand, dass das korrekt war. Ja, aber was die Formalisierung bringt, ist, dass wir halt nicht mehr direkt beim Menschenverstand über unendlich große, überabzählbare Mengen sprechen müssen, sondern nur noch über Syntax, nur noch über formale Beweise in irgendwelchen konkreten Systemen. Gibt es Fragen? Ich hätte noch eine Sache wiederholt oder erinnert, oder euch das erstmal gezeigt, nämlich kurz zur Hierarchie von so Funktionsklassen. Also es gibt die primitiv-rekursiven Funktionen, dann gibt es die von PA als total beweisbare Funktionen, dann gibt es dasselbe mit ZFC, von ZFC als total beweisbare Funktionen. Dann gibt es die berechenbaren Funktionen. Und dann gibt es alle Funktionen. Und ich will hier nochmal kurz auf ein paar Punkte eingehen. Also alle Funktionen muss ich nicht weiter erklären. Das sind halt alle Funktionen von n nach n. Das, was die Metatheorie als total definierte Funktion von n nach n ansieht. Was auch immer das ist.
Dann gibt es die berechenbaren Funktionen. Das sind die Funktionen, für die ein Computerprogramm existiert, was die Funktionen berechnen kann. So erkläre ich das immer informal. Die genauere Definition im Kontext unserer Vorlesung wäre, sodass die Funktion realisiert werden kann, als von einem Abbildungsrezept herkommen. Wenn die Funktion, also wenn es einen Quellcode gibt, in der dann nur diese Sachen vorkommen, diese Primitiven, dann heißt die Funktion berechenbar. Alle Computerprogramme, die momentan im Einsatz sind in der echten Welt, lassen sich ausdrücken über nur diese paar Rezepte. Das ist auch eine sehr interessante Beobachtung. Und die Church-Turing-These besagt eben, dass alles, was in dieser physischen Welt wirklich berechenbar ist, zusammengesetzt ist aus diesen paar Dingen. Dann gibt es die primitiv-rekursiven Funktionen am anderen Ende des Leistungsspektrums. Sind nur folgende Grundbausteine erlaubt. 0, Successor plus mal Delta, Komposition und primitive Rekursion. Aber nicht mehr die unbeschränkte Suche. Meinetwegen ist noch das hier erlaubt, die beschränkte Suche. Das fügt aber keine Ausdrucksstärke mehr hinzu. Unbeschränkte Suche ist auf jeden Fall nicht mehr erlaubt. Das führt insbesondere dazu, dass ein primitiv-rekursives Abbildungsrezept auf jeden Fall Anlass gibt zu einer totalen Definition. Die kann sich niemals in eine Endlosschleife verfangen oder sowas, weil es kein Mühe gibt. Und ein Beispiel für eine primitiv-rekursive Funktion wäre zum Beispiel n geht auf n Fakultät oder n geht auf die n-te Fibonacci-Zahl. Oder ehrlich gesagt, alles Mögliche, alle möglichen sinnvollen Funktionen sind schon primitiv-rekursiv. Es gibt aber auch wichtige Ausnahmen. Zum Beispiel gibt es die Ackermann-Funktion. Die ist noch von PA als total beweisbar, aber nicht mehr primitiv-rekursiv. Die Definition der Ackermann-Funktion geht so. Das ist eine Funktion von zwei Variablen. Wenn man hinten 0 einsetzt, wenn man vorne für das m 0 einsetzt, ist es einfach die Funktion, die Successor-Funktion. Falls m positiv ist und n 0, ist es das da. Und wir halten kurz fest, dass es bisher kein großes Problem ist. Der Parameter m hier wird halt einfach runtergezählt. Also so wie es bisher angeschrieben ist, ist es völlig einsichtig, dass diese Funktion immer terminiert, dass diese immer ein Ergebnis zurückliefert, dass die Rekursion wohlgestellt ist, dass die sich nicht in der Endlosschleife verfängt. Aber jetzt kommt halt der letzte Fall. Und da haben wir Folgendes. A von m-1 sieht auch noch gut aus, aber hier hinten kommt noch was rein. Nämlich das da. Und das kann halt wieder eine riesig große Zahl sein, je nachdem. Wenn ihr euch schnell einen Überblick darüber verschaffen wollt, was die Ackermann-Funktion so berechnet, dann gibt es folgende Formel. Das da. Und da muss ich nur noch für alle, die nicht beim Große-Zahlen-Wettbewerb auf Mathecamp teilgenommen haben, diesen Pfeil erklären. Und zwar ist es ja so, ihr kennt Addition, ihr kennt Multiplikation. Multiplikation ist mehrfach ausgeführte Addition. Ne, a mal b ist a plus ab mal. Ihr kennt Potenzierung, a hoch b ist a mal a mal a, b mal. Okay, und a Pfeil b ist halt a hoch a hoch a hoch a hoch a, sodass ein Turm von b Sachen entsteht. A Pfeil b ist a Pfeil a Pfeil a Pfeil a Pfeil a, sodass das a insgesamt b mal vorkommt. A Pfeil b ist a Pfeil a Pfeil a und so weiter. Ja, ihr habt das System verstanden. Und wenn man jetzt nicht 1000 Pfeile nebeneinander machen will, schreibt man einen Pfeil hin und dann oben, wie oft dieser Pfeil da stehen sollte. Gut, und daran erkennt ihr, dass das eine wahnsinnig schnell steigende Funktion ist. Die ist nicht mehr primitiv rekursiv, weil es sich nicht formulieren lässt in der Form, dass irgendwelche Parameter fix bleiben und sonst ein Rekursionsparameter um genau eins absteigt. Man kann tatsächlich Folgendes zeigen, und zwar vom Wachstumsverhalten ist es so, dass alle primitiv-rekursiven Funktionen langsamer wachsen als die Ackermann-Funktion. Das kann man mit Induktion über den Aufbau von einer primitiv-rekursiven Funktion zeigen.
Die Ackermann-Funktion wächst aber nicht langsamer als die Ackermann-Funktion. Deswegen ist sie nicht primitiv rekursiv. Trotzdem kann Peano-Arithmetik sie noch als total nachweisen. Warum? Schauen wir uns nochmal die Argumente an, die hier reingesteckt werden, im Vergleich zu dem Argument, was mit dem A aufgerufen wurde. Also A wird aufgerufen mit m, n. In dem Fall hier vorne erniedrigt sich der vordere Eintrag in dem Tupel um 1. Und der hintere wird in den meisten Fällen auch kleiner, aber das will ich gar nicht behaupten. Also, falls n 0 war nämlich. Ne? Jedenfalls, der vordere Eintrag sinkt. Wie ist es bei diesen beiden verschachtelten rekursiven Aufrufen? Hinten ist es so, dass zwar der vordere Eintrag gleich bleibt, aber der hintere sinkt. Und hier bei dem Aufruf ist es so, dass der vordere Eintrag kleiner wird und der andere wird vielleicht viel größer. Ihr seht jetzt aber, wenn man Paare m, n lexikografisch anordnet, so dass die vordere Komponente mehr Gewicht hat als die hintere, dann wird das Paar als solches immer fallen bei diesen rekursiven Aufrufen. Und welchen Ordnungstyp hat die Menge dieser Paare? Das ist Omega Quadrat. Und Peano-Arithmetik kann insbesondere transfinierte Funktionen bis Omega Quadrat nachweisen. Die kann ja sogar bis Epsilon 0. Ja? Also es ist kein Problem in Peano-Arithmetik nachzuweisen, dass diese Funktion terminiert. Okay, und ZFC kann halt noch viel mehr Funktionen als total nachweisen. Aber, und das könnte jetzt manche Leute auch überraschen, all die Funktionen, die ZFC als total beweisen kann, in dem Sinne, wie es an der Tafel steht, sind immer noch berechenbar. Das klingt jetzt eventuell komisch, weil man könnte denken, in ZFC kann ich doch auch alle möglichen unberechenbaren Funktionen hinschreiben. Für die Leute von euch, die jetzt das erste Mal unberechenbare Funktionen kennenlernen, ein Beispiel ist folgende. Das ist die Funktion, die nimmt eine natürliche Zahl n, schaut jetzt in einer Liste von allen Programmen nach, was denn das Endprogramm ist, und gibt 0 oder 1 zurück, je nachdem, ob das Endprogramm, wenn man es ausführt, sich in einer Endlosschleife verfängt oder nicht. Ja, diese Funktion würde Halteorakel genannt werden, weil sie zu jedem Programm auf orakelhafte Art und Weise entscheidet, ob das halten wird oder nicht. Man lernt in der Informatik, dass diese Funktion nicht berechenbar ist. Es gibt kein Computerprogramm, was diese Funktion ausrechnen könnte. Ja? Hat auch einen wunderschönen Beweis, der im Wesentlichen derselbe Beweis ist, wie dass man zeigt, dass die reellen Zahlen überabsehbar sind. Okay, und jedenfalls könnte man denken, na gut, in ZFC kann ich doch schon diese Funktion hinschreiben. Habe ich doch quasi gerade gesagt, ich habe die Funktion definiert, man hätte das in ZFC abschreiben können. Dann klingt es so, als ob diese Teilmengenzeichen völlig falsch gesetzt sei von mir. Aber dem ist nicht so. Also für diese Formel in ZFC, für dieses Phi, was angeblich dieses Halteorakel darstellt, kann ZFC schon erstens beweisen. Aus ZFC-Sicht stimmt es, dass für alle natürlichen Zahlen da auch irgendeine natürliche Zahl, nämlich 0 oder 1, rauskommt. Aber ZFC kann nicht die zweite Bedingung nachweisen. Nur für die ersten paar A's, aber irgendwann nicht mehr. Konkret für die Funktion weiß ich nicht, was die Schranke ist, aber für eine andere verwandte Funktion, für die Busy-Beaver-Funktion, die ist auch nicht berechenbar, da ist es so, dass gezeigt wurde, dass BB von 8000 für ZFC unzugänglich ist. Also BB von 8000 hat, wenn ihr, was immer die BB-Funktion jetzt konkret ist, hat, wenn ihr irgendwie stark platonistisch seid, dann sagt ihr, BB von 8000 hat einen ganz konkreten Wert, aber ZFC kann keine Vermutung über diesen Wert beweisen. Insbesondere kann ZFC nicht beweisen für A gleich 8000, dass halt wirklich BB von 8000 rauskommt, wenn man das in die BB-Funktion einsetzt. Also wenn man den echten Wert für BB 8000 kennen würde, ZFC könnte das nicht beweisen. Ja? Also man muss ein bisschen aufpassen, wie die Sachen formuliert sind, aber so wie es hier gemacht ist, das ist auch der Standard, haben wir wirklich diese Beziehung. Also sind das alles echte Teilmengenbeziehungen? Das sind alles echte Teilmengenbeziehungen mit einem Problem noch. Angenommen, PA ist inkonsistent. Gut, dann beweist PA, dass jede Funktion überhaupt total ist. Das heißt, dann sind wir hier schon ganz hinten. Genau. Aber wenn PA inkonsistent ist, dann gehen vermutlich ein paar andere Sachen auch noch kaputt. Okay, dann lasst uns mal weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir waren bei so Beweisen. Und die möchte ich nochmal anschreiben und dann auch weiter beweisen.
Theorem 1 vom letzten Mal hatte Folgendes besagt. Jede berechenbare Funktion lässt sich in IQ darstellen. Darstellen in dem Sinne da oben. Es soll eine Formel geben in zwei Variablen, x und y, die anschaulich ausdrückt, dass f von x gleich y ist. Insbesondere soll sie aus interner Sicht höchstens einwertig sein. Ja, es soll immer nur höchstens ein y-Wert rauskommen können. Und zweitens, sie soll was mit der echten Funktion f zu tun haben, nämlich auf Standardzahlen, auf Numeralen, soll die interne Funktion genau gleich sein. Okay, das hatten wir damals angeschrieben und wir haben den Beweis begonnen. Der ging so, dass wir eine Induktion führen über den Aufbau von einem Abbildungsrezept. Denn berechenbare Funktionen sind ja alle durch ein Abbildungsrezept gegeben. Ja? Induktion über den Aufbau eines die Funktion definierenden Abbildungsrezept. Gut, und ein paar Fälle hatten wir schon gemacht. Ich will jetzt zum Beispiel mal den μ-Fall behandeln. Ich glaube, den hatten wir letztes Mal gerade nicht mehr. Also das ist einer von vielen Fällen. Ja? Also was ist, wenn das Rezept so aussieht? Irgendwelche Parameter a werden geschickt auf μ n g von a n gleich 0. Wobei g schon also ein früher behandeltes Abbildungsrezept war. Ne? Wir machen eine Induktion. Das heißt, für das g wissen wir schon, wie wir das darstellen sollen in IQ. IQ war intuitionistische Robinson-Arithmetik. Die Signatur ist dieselbe wie von Hating-Arithmetik. Aber IQ hat kein Induktionsaxiom, ist daher wahnsinnig schwach. Und sonst kommt im Vergleich zu HA nur ein Axiom hinzu, nämlich das Axiom, dass jede Zahl 0 ist oder einen Vorgänger besitzt. Aber ohne das Induktionsaxiom ist IQ wahnsinnig schwach. Es kann nicht mehr zeigen, dass 0 plus n gleich n ist für alle n. Okay, und was war nochmal dieses μn? Das war das minimale n, sodass das eben stimmt. Okay, und wie können wir das darstellen? Also dieses Abbildungsrezept wird dargestellt durch. Und jetzt kommt also eine Formel in freien Variablen, nämlich je einer freien Variable für wie lang hier dieses Tupel ist und dann y. Ja? Und gut, wie können wir es darstellen? Wir müssen jetzt also ausdrücken, dass wenn man das Tupel in die Funktion einsetzt, dass dann y rauskommt. Wie können wir das machen? Naja, das bedeutet doch, y ist eine Zahl, sodass wenn wir, jetzt schreibe ich den Vektor x, ja, weil so die freien Variablen heißen sonst. Das bedeutet, y ist eine Zahl, sodass wenn ich das in g reinstecke, das 0 rauskommt. Und y soll ja kleinst sein mit dieser Eigenschaft, ja. Also für alle y' aus n soll gelten, wenn auch das dann 0 ist, dann ist aber tunlichst das echte y, um das es geht, was wir einfangen wollen, kleiner gleich wie y'. Also so wird die unbeschränkte Suche des μ behandelt. Ich habe mir hier eine Nachlässigkeit mit der Notation erlaubt, nämlich ich habe g hier gleich als Funktion verwendet. Offiziell ist das nicht okay, weil in IQ gibt es keine Funktionssymbole außer die für Plus, Mal und die Sukzessorfunktion. Aber wir hatten letztes Mal auch den Satz angeschrieben, dass immer wenn wir eine beweisbar totale Funktion haben, dass wir dann die Sprache erweitern können um ein Funktionssymbol für eben diese Funktion, ohne die Mächtigkeit der Sprache zu erhöhen. Das habe ich jetzt gleich gemacht, einfach um das angenehmer schreiben zu können.
Die Übersetzung ist aber auch überhaupt nicht schwer sonst. Wenn ihr sagt, ist mir noch nicht ganz geheuer, dann notiert euch einfach, was damit eigentlich gemeint ist. Und zwar ist es ja so, dass G nach Induktionsvoraussetzung dargestellt wird durch irgendeine Formel Psi, ja? Oder vielleicht Psi sogar noch mit Index G dran, um ganz sicher zu sein, dass wir uns hier auf das G beziehen. Und dann ist Psi G gemeint. Psi G hat ja genau schon diese freien Variablen hier. Ich muss noch 0 einsetzen. Tut mir leid. Lassen wir mal so schreiben. Für die G hat halt R plus 1 viele Variablen, wenn A R viele Variablen enthält, ja? Ich setze für die ersten R-Variablen, die in Psi G frei sind, diese X, setze ich wieder dieselben Dinge ein. Hätte ich nicht dazu schreiben müssen, will ich jetzt nur der Deutlichkeit halber machen. Okay, und für die nächste setze ich Y ein. Und für das Y, was vorkommt in Psi G, setze ich 0 ein. Weil ich ausdrücken möchte, dass der Funktionswert 0 ist. Ja, also diese Formel, die drückt jetzt aus, wenn man in G diese Parameter einsetzt, ist der Funktionswert 0. Und das ist eine wörtliche Übersetzung von dem, was hier steht. So funktioniert das. Also so können wir unbeschränkte Suche darstellen. Man müsste jetzt noch beweisen, dass wirklich das beides gilt. Aber das führe ich jetzt nicht aus. Nicht, weil es schwer wäre oder sowas, sondern einfach, weil es uns Zeit kostet von vielen interessanteren Sachen. Nämlich, wie wir die Rekursion darstellen können, die primitive Rekursion. Ach so, ja, das müssen wir auch noch definieren. Richtig, kleiner Gleich ist auch nicht Teil der Sprache von IQ. Damit ist gemeint, es gibt ein Z, sodass Y' gleich Z plus Y ist. Wir hatten es schon für echt kleiner, jetzt haben wir es auch für kleiner gleich. Genau. Ja, und jetzt ist es ganz normal. Okay, dann würde ich ganz gerne, ich mache es auf der anderen Tafel. Dann würde ich gerne die Rekursion darstellen. Also Rec FG wird dargestellt durch. Nochmal kurz zur Erinnerung, was die informale Bedeutung von Rec FG ist. Also Rec FG ist ein Abbildungsrezept. Es induziert aber eine Abbildung. Und diese Abbildung kann ich jetzt hinschreiben. Es induziert folgende Abbildung. Irgendwelche Parameter a dürfen vorkommen und dann eine natürliche Zahl n. Und da soll Folgendes rauskommen. Falls n 0 ist, soll einfach f von a rauskommen. Und falls n der Nachfolger von einer Zahl m ist, dann soll rauskommen g von a m und jetzt im rekursiven Aufruf. Rec fg von a n. Das war die Bedeutung von REC. Und das wird uns jetzt ein bisschen Mühe kosten, das zu formalisieren. Ich mache mal einen ersten Vorschlag. Also fangen wir einfach mal ganz naiv an. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, na gut, wenn n 0 ist, dann soll y gleich f von a sein. Ich muss jetzt hier wieder die ersten R-Variablen nehmen, ja? So. Hier in Phi sind insgesamt folgende Variablen frei. x1 bis xr. Das sind Platzhalter für die Sachen, die in a drin stehen. Dann xr plus 1. Das ist ein Platzhalter für das n. Und dann y. Und wir müssen ausdrücken, dass, wenn man in die Funktion recfg eben
die x-Variablen einsetzt, dass dann die y-Variable rauskommt. Also ich hätte mal ganz naiv vielleicht so angefangen. Dann ist zumindest der Basisfall abgehandelt. Eine Möglichkeit also, dass es stimmt, also dass Rec fg von den x'en und dem letzten x gleich y ist, wäre die, dass n 0 ist. Statt n muss ich x r plus 1 schreiben, tut mir leid. Das ist eben die Variable, die das zu dem n gehört. Die muss 0 sein und y muss dann eben durch das f so gegeben sein. Okay, so habe ich den Anfang und jetzt würde ich weitermachen. Oder das n könnte auch mehr als 0 sein. Und jetzt merke ich, dass ich nicht so recht weiterkomme. Ich würde sowas schreiben wollen wie, das y ergibt sich daraus, dass ich g nehme, hier jetzt die ersten x einsetze, dann das m einsetze. Das m wäre der Vorgänger von xr plus 1. Das könnte ich noch irgendwie hinkriegen, indem ich zum Beispiel das größer 0 ausformuliere als oder es existiert ein m, sodass xr plus 1 der Successor von m ist. Und so, schon, das war kein Problem, sofort habe ich das m. Ja? Aber jetzt wird es halt spannend. Jetzt muss ich hier den rekursiven Aufruf hinkriegen. Ich muss ja jetzt hier irgendwie wieder ausdrücken, phi von statt xr plus 1, nicht mehr xr plus 1 eingesetzt, sondern nur das m, das ist 1 kleiner. Und ich weiß einfach nicht, wie ich das machen soll. Ich kann hier nicht rechts wieder phi hinschreiben. Das wäre eine zirkuläre Definition einfach. Wir sind gerade im Begriff phi zu definieren. Da muss ein syntaktischer Ausdruck stehen, der eine konkrete Länge hat und der eben den Graphen von RecFG vollständig beschreibt. Denkt mal eine Sekunde drüber nach, dass ihr einseht, dass ihr auch nicht wisst, was ihr da jetzt hinschreiben sollt. Ich streiche das gleich wieder durch, weil der Ansatz funktioniert nicht. Aber versucht euch das mal kurz klar zu machen. Ja, Sava. Wenn ich das Problem jetzt richtig verstehe, also wenn jetzt, diese Rekursion ist ja schon endlich. Ja. Das heißt, wenn wir in unserer Metalogik zeigen können, dass sie endlich ist, dann können wir hier schon einen Ausdruck für jede konkrete Wahl von FMG schreiben. Ja. Deswegen können wir nicht gleichmäßig über alle. Genau. Also in unserer Metalogik sind, ich wiederhole es nochmal auch für die Kamera. In unserer Metalogik ist es schon so, dass Funktionen, die durch das RecFG gegeben sind, auf jeden Fall total sind. Dass da die Rekursion auf jeden Fall abbricht irgendwann, weil ja hier der Parameter immer kleiner wird und es gibt keine unendlichen absteigenden Ketten von natürlichen Zahlen. So, daher können wir für jedes konkrete n, beziehungsweise hier für jedes konkrete xr plus 1, für jedes Numeral, können wir schon eine Formel hinschreiben, die eben ausdrückt, dass für dieses n y wirklich der richtige Funktionswert ist. Für den Fall, dass xr plus 1 0 ist, haben wir doch schon das gemacht, da wäre das die richtige Formel. Und wenn xr plus 1 1 wäre, dann müsste ich das halt hier einmal hinschreiben und ich wüsste, was ich für die Fragezeichen einzusetzen habe, nämlich f von dem. Wenn xr plus 1 2 wäre, das Numeral 2, dann wüsste ich auch wieder, was ich hinzuschreiben habe. Nämlich das da und für die Fragezeichen nochmal diesen G-Ausdruck und dann hinten in seinen Fragezeichen das, die Sache mit F. Und so kann ich das für jedes endliche Numeral fortsetzen. Das ist aber nicht der Punkt. Es geht darum, eine Formel zu finden, wo eine freie Variable übrig bleibt, xr plus 1, sodass die dann also alle Fälle umfasst. Und das kriege ich so auf diese Art und Weise nicht hin. Wir versuchen eine bessere Idee. Ich wische das nur weg, um Platz zu haben. Also das funktioniert nicht, ja. Bessere Idee.
Wir sagen Folgendes. Na gut, es soll halt irgendwelche Zwischenergebnisse V0 bis VXR plus 1 geben aus N, so dass V0 gleich F von X1 bis XR ist und so dass für alle I gilt, wenn I noch kleiner als das XR plus 1 ist, kleiner als das N, dann soll das nächste V gegeben sein durch G von X1 bis XR und dann I und dann VI. Und zu guter Letzt, das Y soll das V XR plus 1 sein. Und dann eine Klammer zu. Und wir wollen nicht plänken. Gut. Das ist eine bessere Möglichkeit. Sie funktioniert auch nicht, aber sie ist viel besser. Hier erlauben wir uns jetzt Rückgriff auf die Historie, was die Zwischenergebnisse waren, die bei der Rekursion auftraten. All die früheren Funktionsergebnisse. Und die Formel da hinten zwingen die ein, sodass es wirklich Funktionsergebnisse sind und nicht irgendwelche Zahlen. V0 beim Start der Rekursion soll eben durch das F gegeben sein und jeweils das nächste V soll gegeben sein durch Anwendung von G auf das vorherige V. Und das Y, das angebliche Ergebnis, soll eben das Ergebnis sein, was dann rauskam bei der Rekursion. In informaler Mathematik hätte ich kein Problem, das hinzuschreiben und das wäre dann auch völlig richtig. Aber sieht jemand das Problem, was hier im Umgang mit Tätigenarithmetik oder IQ auftritt? Welche der Sachen, die hier stehen, ich nicht formalisieren kann in IQ? Ganz genau, so ist es. Wenn hier nicht XR plus 1 stünde, sondern 100, dann wäre es okay. Dann würde ich halt 100 Variablen nebeneinander hinschreiben. Oder ehrlich gesagt, 100 Mal so ein Existenzkonto aufmachen. Ne? Es existiert ein V0 aus N, es existiert ein V1 aus N und so weiter. Das könnte ich 100 Mal machen. Kann ich auch 1 Milliarde Mal machen. Aber ich habe keine Möglichkeit, die Sprache von IQ hat das einfach nicht eingebaut, es gibt keine Möglichkeit, den Endindex variabel zu lassen. Dass der nicht ein konkretes Numeral ist, sowas wie 10 oder 100, sondern eben eine Variable aus interner Sicht. Ja? Diese Fähigkeit hat IQ einfach nicht. Diese Fähigkeit hat keine der gebräuchlich eingesetzten formalen Systeme. Geht also auch nicht. Aber diesen Versuch können wir retten. Und zwar wie folgt. Wir sagen, es soll eine natürliche Zahl d geben, nur eine, ein Quantum kriegt IQ hin, sodass Beta von d, 0 gleich f von x1 bis xr ist und sodass für alle i aus n gilt, wenn i kleiner als xr plus 1 ist, das gilt Beta von d, i plus 1 ist g von den x'en von i und von Beta di. So. Und wenn außerdem gilt, dass y Beta d, xr plus 1 ist. Das können wir machen. Nun muss ich natürlich das Beta erklären. Ne? Die Idee soll hier folgende sein. Anstatt immer mehr und mehr Quantoren zu verwenden, verwenden wir einen Quantor, aber dieses d hier soll halt eine Liste von Zahlen kodieren. Und Beta von d, 0 soll das nullte Element dieser Liste zurückgeben und Beta d, i soll halt das ite Element in der Liste zurückgeben. Soll. Es ist völlig unklar, wie man das machen kann, aber das ist, was das Beta leisten soll. Und wenn wir das kurz annehmen, dann ist das die Möglichkeit, das die Funktion f, das Rec fg darzustellen. Also anstatt
Es gab hier quasi zwei Schritte. Erstens, statt immer mehr Quantoren zu verwenden, würden wir einen Quantor verwenden über den Typ der Listen von natürlichen Zahlen. Den gibt es aber in HA nicht. Wir müssen da Listen kodieren mit natürlichen Zahlen und das Entpacken macht halt die Beta-Funktion. Jetzt nur noch die Frage, wie kriegen wir die Beta-Funktion hin? Da will ich noch eine Sache zeigen, die nicht geht und es dann auflösen. Und das war eine geniale Einsicht von Gödel. Was nicht geht, wäre Folgendes. Also schreibe mir eine Idee hin und werde sie dann wieder durchstreichen. Also angenommen, wir haben die endliche Liste 7, 10, 30. Und wir wollen die kodieren als natürliche Zahl. Dann ist eine Sache, die uns vermutlich recht schnell einfällt, die, dass wir uns die Primfaktorzerlegung zunutze machen. Und das als 2 hoch 8 mal 3 hoch 11 mal 5 hoch 31 schreiben. So können wir nämlich zu jeder natürlichen Zahl wieder rausfinden, welche Liste sie kodiert hat, indem wir uns halt anschauen, wie oft jeder Primfaktor vorkommt. Und die Vielfachheit von dem ersten Primfaktor um 1 reduziert, sagt dann halt, was die Zahl ist, die ganz vorne steht. Die Vielfachheit von der nächsten Primzahl um 1 reduziert, sagt uns, was dahin kommt und so weiter. Wenn irgendwo eine Primzahl gar nicht vorkommt, also mal 7 hoch 0, dann ist es unser Anzeichen dafür, dass die Liste da jetzt schon aus ist. Also das kann man machen. Es gibt nur ein Problem. Wir wollen halt intern auch, lass mich schauen, wo schon genau das Problem ist. Ja, das Problem ist, wir müssen halt diese Entpackungsfunktion schreiben können in IQ. Wir müssen in der Lage sein, aus einer Zahl n wieder hier diese Exponenten rauszufischen. Und das können wir schon machen. Das ist nämlich eine primitiv-rekursive Operation. Und es gibt ja das Theorem drittens, was sagt vom letzten Mal, dass Hating-Arithmetik jede primitiv-rekursive Funktion als total nachweist. Aber das Problem ist, um dieses Theorem 3 zu beweisen, brauchen wir schon all das, was wir hier machen. Wir brauchen schon die Beta-Funktion und so weiter. Und ohne gebootstrapped zu sein, ist es wahnsinnig schwer. Ich persönlich weiß nicht, wie es geht, außer halt den Beweis zu entrollen und es doch so zu machen. Ist schwierig, zu diesen Exponenten zu kommen. Wir müssen uns eine andere Art der Kodierung einfallen lassen. Eine, sodass es für die Sprache dann möglichst einfach wird, die einzelnen Sachen rauszufischen. Das ist bei den Primfaktoren viel zu schwierig. Ja. Und das ist eben durch die Beta-Funktion möglich, die Gödel sich überlegt hat und die will ich euch jetzt zeigen. Damit ist also prinzipiell auch dieser Beweis zu Ende. Was halt noch fehlt, ist, dass das Beta jetzt eben eingeführt werden muss. Das kommt gleich. Und dann würden noch andere Fälle fehlen hier von Deduktion. Und dann müssten wir auch jeweils beweisen, dass für diese Formeln Phi auch wirklich die Definition hier erfüllt ist. Das sind alles instruktive Übungsaufgaben. Makarios aus dem Curry Club verwendet immer sehr gerne die Metapher vom Maschinenraum. Also in Anspielung an Star Trek. Und die finde ich auch ganz schön. Wir werden uns jetzt nämlich in den Maschinenraum von IQ oder von Hating-Arithmetik oder sowas begeben und werden eben rausfinden, wie man ganz unten primitive Rekursion kodieren kann, wie man Listen kodieren kann als natürliche Zahlen. Wenn wir das einmal geschafft haben, dann können wir quasi den Maschinenraum auch wieder verlassen und dann können wir das frei nutzen und damit können wir dann zum Beispiel auch formulieren, was es bedeutet, dass irgendeine Formel beweisbar ist, dass irgendeine Sequenz beweisbar ist in irgendeinem Kalkül. Aber einmal müssen wir da durch und eben verstehen, wie man Listen als natürliche Zahlen kodieren kann. Und es ist eben sehr interessant, wie das funktioniert. Das ist ein Theorem. Das Theorem wird sonst immer das Beta-Funktionen-Lemma genannt, aber von der Wichtigkeit ist es ein Theorem. Und ich merke gerade, wir brauchen vorher noch eine kurze Proposition. Proposition ist folgende. Es gibt ein Abbildungsrezept. Es wird oft J genannt. Von n² nach n. Mit folgenden Eigenschaften.
Sorry. Und weitere Abbildungsrezepte, die in einem gewissen Sinn dazu passen, die werden K und L genannt und gehen von N nach N mit JKL verwenden nur, also ich sage jetzt, aus welchen Zutaten diese Abbildungsrezepte zusammengesetzt werden dürfen. Hier stehen alle, die denkbar wären. Sie verwenden aber nur die Grundfunktionen. Das sind die, die hier in der ersten Zeile stehen. 0, Suk, Plus, Mal und Delta. Delta war die Funktion, die, oder das Rezept, was zwei Argumente nimmt und 1 oder 0 zurückgeht, je nachdem, ob die gleich sind oder ungleich. Gut. Dann Komposition. Und dann das beschränkte Mü. Die beschränkte Suche. Dasjenige N, sodass f von bla bla bla, n 0 ist. Aber nur dasjenige n unter allen natürlichen Zahlen kleiner so und so viel. Und falls es unter diesen Zahlen keine Zahl gibt, die, wo dann gleich 0 rauskommt, dann eben diese obere Schranke. Nur beschränkte Suche. Aber nicht primitive Rekursion, also nicht das REC und nicht unbeschränkte Suche. Nicht μ und nicht REC. Ergebnis von allein schon dieser Behauptung dann, wir wissen auf jeden Fall, wir können es darstellen. Unser Beweis hier war ja noch nicht fertig, der nutzt das Beta, wir dürfen das jetzt tunlichst nicht verwenden, aber das mit dem Beta haben wir nur für den Fall REC gebraucht, REC kommt nicht vor. Wir können es erstens darstellen und zweitens, Theorem 3 hat auch gesagt, alle primitiv-rekursiven Funktionen sind beweisbar total in HA. Das ist auch so ein Induktionsbeweis über den Aufbau von einem Rezept. Der Fall Beta ist auch wieder schwierig, aber die anderen Fälle sind leicht. Und insbesondere diese drei Fälle sind eben leicht. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, dass wir eben das Theorem 3 auch schon begonnen hätten zu beweisen, dann wüssten wir jetzt auch schon, dass JKL beweisbar total sind in Hating-Arithmetik. Nicht den IQ, weil in IQ kann gar nichts beweisen. Ja? Ist nur gerade noch gut genug, um Sachen darstellen zu können. Aber in HA sind die dann sogar beweisbar total. Okay, und zweitens, all diese Funktionen haben was miteinander zu tun und das ist auch das eigentlich, was sie interessant macht, nämlich K von J von XY ist wieder X und L von JXY ist wieder Y und J von und ein Z ist dasselbe wie J von K von Z, L von Z. Und diese Identitäten sind beweisbar mit Induktion über quantumfreie Formeln. Drei Variablen dürfen diese Formeln schon enthalten, aber sonst keine Quantoren. Beweis der Proposition, ich will nur sagen, wie man das J definieren könnte, was eine Möglichkeit dafür ist, es gibt mehrere, und der Rest ist eine Übungsaufgabe. Nämlich, man kann das so machen. Hier. Mal kurz informal, wie funktioniert die Funktion? Nach rechts x, nach oben y. Könnt ihr Folgendes nachrechnen. Wenn man 0, 0 einsetzt, kommt 0 raus. Und ansonsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter. Und so seht ihr also, wie ein Tupel, ein Paar von natürlichen Zahlen gepackt wird in eine einzelne natürliche Zahl, sodass man die Einzelkomponenten auch wieder ablösen könnte. Eben k und l finden wieder die Einzelkomponenten raus. Hier in dem Abbildungsrezept kommt geteilt durch 2 vor. Das ist keine der Grundfunktionen, die hier zugelassen sind.
Im Übrigen ist mit geteilt durch 2 die abgerundete Division durch 2 gemeint. Ich muss also, wenn ich zeigen will, wenn ich wirklich erstens nachweisen will, muss ich kurz in der Hilfsüberlegung mir zeigen, dass ich diese Funktion geteilt durch 2, dass ich die wirklich als Abbildungsrezept realisieren kann, welche eben nur diese Sachen verwendet. Im Übrigen ist das mit dem Abrunden hier gar kein Informationsverlust, weil diese Zahl hier ist immer gerade. Eine von denen ist ungerade, die andere ist gerade. Passt. Gut, also das nur zu J. Damit können wir also zumindest immer 2 Zahlen als eine kodieren. Das ist schon mal praktisch. Genügt aber noch überhaupt nicht. Wir könnten zwar induktiv quasi, meta-induktiv könnten wir auch 3 Zahlen kodieren, indem wir das J halt verschachtelt aufrufen, oder auch 100 Zahlen, aber wir können immer noch nicht N Zahlen, wobei N eine Variable in der Theorie ist, die wir untersuchen, kodieren. Dafür brauchen wir jetzt eben das Beta. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Beweis von dem Lemma, insbesondere weil es einen Punkt gibt, wo die Literatur immer sagt, dass es klar ist, aber es ist nur klar, wenn man den Beweis ein bisschen modifiziert. Also freut euch auf eine... Ich werde das auch explizit machen, diese eine Stelle, also freut euch darauf, dass hier das komplett vorgeführt wird. Also, Theorem. Dieses Theorem heißt das Beta-Funktionen-Lemma. Es gibt ein Abbildungsrezept Beta von n hoch 2 nach n, genannt Beta-Funktion, mit mehreren Eigenschaften. Erstens, Beta verwendet nur folgende Zutaten. So, und zwar verwendet Beta nur die Grundfunktionen, ganz genau wie eben, Komposition und die beschränkte Suche, das μ kleiner. Nicht μ und nicht Dreck. Genau wie eben folgt also, wir können das Beta darstellen in IQ und in HA ist es sogar beweisbar total. Zweitens, für jede Zahl n, mit Zahl ist in der Vorlesung grundsätzlich eine natürliche Zahl gemeint, und alle Zahlen a0 bis an gibt es eine Zahl d mit Beta von di gleich ai für alle i kleiner gleich n und d mehr als alle ai. Das sagt also aus, dass wir immer n plus 1 Zahlen a0 bis an kodieren können als eine einzelne natürliche Zahl d, sodass man mit dem Beta wieder die einzelnen Komponenten rausfischen kann. Ihr könntet einwenden, dass die Formulierung von Nummer 2 nicht formal ist, weil da haben wir doch jetzt wieder mehr und mehr Quantoren, ne, für alle a0, für alle 1, je nachdem wie groß n ist. Und mit diesem Einwand hättet ihr völlig recht. Diese Proposition ist jetzt keine, die ich irgendwie in HA oder IQ formuliere. Einfach deswegen, weil ich momentan noch nicht weiß, wie ich in HA oder IQ über Listen sprechen kann. Das ist also eine Proposition in unserer Metatheorie. Aber in unserer Metatheorie wissen wir, wie das geht. Also in jeder anderen Vorlesung hättet ihr die erste Zeile hier einfach abgenickt, dass da kein Grammatikfehler drin wäre. Gut, und dann brauchen wir noch eine dritte Sache. HA beweist, Tätigenarithmetik beweist folgende Aussage. Oder folgende Sequenz. Top bedingt
lasse das Doppelpunkt n immer weg, um Platz zu sparen. So. Ah, beweist das da. Hier ist wieder dieser leichte Missbrauch von Notation. HA hat eigentlich kein Symbol für Beta, aber wir wissen seit erstens, dass Beta beweisbar total ist in HA. Deswegen können wir genauso gut in HA ein Funktionssymbol hinzufügen, sodass wir dann immer das Beta schreiben können, anstatt das umzuformulieren, anders auszudrücken, mit so einer Formel Phi, die eben zu Beta korrespondiert. Was diese lange Aussage hier mit Quantoren aussagt, ist, dass immer, wenn wir schon eine Liste D haben, also eine natürliche Zahl, die wir uns vorstellen als Liste, wo wir später Beta drauf anwenden wollen, und wir die jetzt verlängern wollen oder auch eine Position vorne überschreiben wollen, nämlich durch einen A an Position L, dann ist das möglich. Es gibt ein D', eine andere natürliche Zahl, sodass für alle i's kleiner als L Beta von D'i mit Beta DI übereinstimmt, sodass also das i-Element für alle i kleiner als L, dass die gleich sind und sodass jetzt aber an der L'ten Position ein A vorkommt. Und so, dass D' größer A ist. Warum wir diesen Fetisch darauf haben, dass diese Listen immer größer sind als all ihre Mitglieder, werden wir noch sehen. Das hängt damit zusammen, dass wir später Induktionen über solche Sachen führen wollen und dafür ist es gut, wenn Sachen echt kleiner sind. So, versuchen wir das zu beweisen. Und denkt an, warum wir das machen. Wir machen das, um primitive Rekursion formulieren zu können in IQ. Holger? Ja, aber ab dort ist dann auch alles eventuell weg. Okay, darauf wollte ich hinaus. Genau. Also was die Aussage nur eben aussagt, ist, ich kann mich für eine Stelle L entscheiden und dann kann ich arrangieren, dass es eben eine neue Liste gibt, eine neue Zahl, die ich mir als Liste vorstelle, sodass die Elemente vorher gleich sind, sodass an der ersten Stelle jetzt A steht und sodass wer weiß, was passiert hinter L. Nee, hat keine eingebaute Länge. Ich kann die Beta-Funktion aufrufen mit D, und jetzt eine beliebige große Zahl oder sogar eine interne Variable und da kommt immer irgendwas raus. Nicht unbedingt was Sinnvolles. Was wir später machen müssen, ist auf diese rohe Art der Codierung nochmal eine high-levigere Art der Codierung drauflegen, sodass wir intern rausfinden können, wie lang eine Liste ist, sodass wir dann zum Beispiel zwei Listen zusammenfügen können und so weiter und so fort. Genau, richtig. Genau. Es, ein paar Subtilitäten sind noch dabei, die sind auch recht ganz interessant, aber im Wesentlichen Paare und Beta genügen, um alles aufzuziehen. Okay, Beweis. Ich definiere euch erstmal das Beta, ja? Also wir setzen Beta von DI auf Beta Stern, das ist eine Hilfsfunktion, die das Eigentliche macht, von k von d, das war die Funktion, die die erste Komponente von einer als Zahl als Paar gedachten Zahl zurückliefert, l von d und i. So, das ist Beta. Und jetzt brauchen wir Beta Stern von c und m. Ist das da? Dabei kommt REM vor, REM muss ich erklären. REM steht für Remainder und das soll die Funktion sein, die den Rest bei versuchter Division von C durch das da zurückgibt. Modulo. Ja?
Man muss sich überlegen, dass das REM, genauso wie das K und das L, wo es schon behauptet wurde, sich nur darstellen lässt über die Rezepte, die jetzt erlaubt sind. Eben kein μ, kein beliebiges μ, kein unbeschränktes μ und keine primitive Rekursion. Kann man aber machen und dann hat man das. Damit ist Teil 1 auch schon abgehandelt. Ja? Ich habe das Beta jetzt definiert und wir sehen, zumindest wenn man diese Übungsaufgabe über die Remainder-Funktion noch durchführen würde, würde man sehen, dass erstens stimmt. Ja? Viel, viel schwieriger sind zweitens und drittens. Noch ganz kurz zur Remainder-Funktion, nur dass das völlig klar ist. Ja? Also REM von 9,3 wäre 0, REM von 10,3 wäre 1, REM von 11,3 wäre 2. Ne? Der Rest bei versuchter Division nicht rein. Da noch eine kurze Bemerkung, bevor wir zum Beweis von zweitens schreiten. Der Beweis von zweitens ist, wenn wir es ganz streng nehmen, unnötig. Folgt nämlich aus drittens. Indem wir den Beweis, der in HA passiert, nochmal neu interpretieren in der Metasprache. HA könnte ja den Widerspruch zeigen, dann sind alle Beweise von HA unverlässlich. Aber das, was hier der Beweis von dieser Sequenz, der funktioniert auch in unserer Metasprache. Okay. Und dann verwenden wir das einfach mehrere Male. Ja? Wir verwenden das erstmal für L gleich 0, um vorne das A0 positionieren zu können. Dann verwenden wir es für L gleich 1, L gleich 2, bis wir bei L gleich N angekommen sind. Also rein aus logischer Sicht könnten wir uns den Beweis von zweitens sparen, aber der Beweis von zweitens ist sehr instruktiv, deswegen machen wir ihn auf jeden Fall. Okay. Also zu zweitens. Also sei so eine n gegeben und seien Zahlen gegeben. Ja? Seien Zahlen a0 bis an gegeben. Wir definieren eine Zahl k als das Maximum aus n und den Zahlen a0 plus 1 bis an plus 1. Und wir definieren m als das KGV, Least Common Multiple, von den Zahlen 1 bis k. Ich will das in Zukunft auch abkürzen als LCM von k. Ihr könnt euch LCM von k vorstellen, so wie k-Fakultät. Nur halt, dass man nicht die ganzen Zahlen aufmultipliziert, sondern sich auf der ihr kleinstes gemeinsames Vielfache beschränkt. Wir werden in Kürze sehen, warum ich da so einen Wert drauf lege, LCM zu verwenden statt K-Fakultät. Man könnte tatsächlich jede Zahl nehmen, die größer gleich LCM von K ist. Und in der Literatur wird auch oft standardmäßig K-Fakultät verwendet, aber dann klappt der Beweis von drittens nicht. Okay, das setzen wir. Und jetzt wollen wir auf den chinesischen Restsatz hinaus. Der erlaubt es ja, viele Zahlen als eine zu kodieren. Der hat aber eine Voraussetzung, nämlich Teilerfremdheit. Die müssen wir jetzt nachweisen. So, dann sind die Zahlen i plus 1, m plus 1 für i gleich 0 bis n paarweise teilerfremd. Denn
Gehen wir es kurz durch. Warum existiert so eine Zahl b? Naja, weil m ein Vielfaches ist von i minus j. Warum? I minus j ist höchstens n. Das ist der maximale Abstand. N ist höchstens k, weil k das Maximum über Zahlen waren, die unter anderem n beinhaltete. Und m ist ja der kleinste gemeinsame Vielfache von all den Zahlen bis k, also insbesondere von diesem i minus j. Warum genügt das, um die Teilerfremdheit nachzuweisen? Naja, hier hinten steht diese Zahl mit i, um die es geht. Hier steht die Zahl mit j. Und hier steht insgesamt also eine Bézout-Darstellung, dass 1 so und so viel mal das plus so und so viel mal das da ist. Das genügt, um zu zeigen, dass die Teilerfremd sind. Ne? Jetzt ist natürlich noch eine Frage, nämlich wie bin ich auf diese Koeffizienten gekommen? Und da hatte ich recht viel Spaß dran. Also ich habe das jetzt nicht irgendwie versucht mit Platzhaltern und dann in einem Computeralgebra-System, sondern ich habe Folgendes gemacht. Ich habe einen Alternativbeweis geführt, einen, der für Menschen viel mehr verständlich ist, der jetzt auch gleich kommt. Und dann habe ich Proof Mining betrieben, um auf automatisierte Art und Weise dieses Zertifikat der Teilerfremdheit zu erhalten. Ich finde das, also es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, das Proof Mining per Hand auszuführen. Und ich finde, das ist aber auch irgendwie, also ich finde es auch witzig, ja, weil niemand kann diesen Beweis hier ankritteln, ja, man muss halt noch ausmultiplizieren, dann kommt halt wirklich eins raus. Aber der ist auch völlig nichtssagend, ne? Also niemand weiß, woher ich jetzt drauf gekommen bin. Ich stelle mir vor, im Staatsexamen könnte so eine Aufgabe ergeben, ne? Zeigen Sie, die in Zahlen sind paarweise teilfremd, dann schreibt halt jemand das dahin. Und man muss volle Punktzahl geben, aber es ist völlig unklar, woher das kam. Das finde ich irgendwie witzig, aber vielleicht auch ein bisschen ernster wieder gesprochen. Wenn ich halt so ein Zertifikat der Teilerfremdheit habe, dann brauche ich extrem wenig von meiner Theorie, um einzusehen, dass die wirklich teilerfremd sind. Dagegen der Beweis, den ich euch jetzt präsentieren werde, der braucht halt ein kleines bisschen an Zutaten. Nicht viel, nur Existenz der Primfaktorzerlegung, nicht mal Eindeutigkeit. Aber ja, es ist irgendwie schön, dass man das auch ganz equational auf den Punkt bringt. Der Beweis sonst geht so. Alternativ und viel, viel besser für Menschen. Sei P ein gemeinsamer Primfaktor von der Zahl mit I und der Zahl mit J. Ja? Von I plus 1, M plus 1 und ich lösche das hier wieder weg, ja? Nur um Platz zu haben. Und J plus 1, M plus 1. Wir wollen zeigen, Widerspruch. Es gibt keinen gemeinsamen Primfaktor. Gut. Was wir haben ist, wenn P die beiden Sachen teilt, dann teilt P auch die Differenz der beiden. Und zwar, ich habe es gemacht mit dem rechten minus das linke. Wenn wir das dann minus das rechnen, dann kommt raus J minus I mal M. So, nun ist P eine Primzahl, also teilt P eines der beiden. Also P teilt J minus I oder P teilt M. Schauen wir uns den ersten Fall an. Wenn P J minus I teilt, dann ist es insbesondere so, dass P kleiner gleich ist wie der Betrag von J minus I. Das ist genau dasselbe, was ich eben weggewischt hatte. J minus I im Betrag ist höchstens N. Das ist höchstens K. Also ist P kleiner gleich K. Und daraus folgt, dass P M teilt. Weil M war ja ein Vielfaches von all den Zahlen bis K. Das heißt, wir müssen nur den zweiten Fall untersuchen und den zu einem Widerspruch führen, weil der erste Fall bedingt den zweiten. Okay, wenn P ein Teiler von M ist, dann ist doch auch P ein Teiler von 1. Denn P ist ein Teiler von I plus 1, M plus 1. Wenn P auch schon in M vorkommt,
muss P in 1 vorkommen. Ist das ein Widerspruch? P kommt nicht in 1 vor. Also gibt es nicht so einen Primfaktor. Also sind die Teile fremd. Der Beweis hier ist konstruktiv. Ja, der hat gezeigt, dass es keine gemeinsamen Primfaktoren gibt. Denn wenn es einen gemeinsamen Primfaktor gibt, dann ist es dann ein Widerspruch. Und der Beweis verwendet das Lemma, dass Zahlen schon dann teilerfremd sind, wenn sie keinen gemeinsamen Primfaktor haben. Um das zu beweisen, muss man unterstellen, dass jede Zahl eine Primfaktorzerlegung besitzt. Ne, weil wenn wir jetzt zeigen wollen, dass es auch keine anderen Teiler gibt, auch kein A einen Teiler ist, dann können wir fortgehen. A hat, wenn es nicht 1 ist, hat A einen Primfaktor, aber dann wäre der ja ein Teiler von den beiden, das kann nicht sein. Fertig. Und wenn wir daraus noch eine Bisous-Darstellung bekommen wollten, also zumindest intern die Existenz versprochen von der Bisous-Darstellung, dann müssten wir zeigen, dass dass der euklidische Algorithmus durchführbar ist. Das kann man auch in HA ohne Probleme zeigen. Fragen? Also aus diesem Beweis folgt auf maschinelle Art und Weise dieses Beweiszertifikat mit Proof Mining, was wir noch lernen werden, wie das geht. Die Primzahl P hier war eine ungemeine Hilfe beim Beweis, weil wir dann diese Unterscheidung treffen konnten. Das könnten wir mit einem allgemeinen Teiler N nicht. Ja, und das erinnert so ein bisschen an die kommutative Algebra. Da gibt es auch Primideale. Die sind aus konstruktiver Sicht aber irgendwie ideelle Objekte. Ja? Sie sind super praktisch für Beweise, aber wenn ich jetzt nicht irgendwie Arten von Auswahlaxiomen mir erlaube, dann kann ich eventuell nicht zeigen, dass es genug Primideale gibt und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es die dynamischen Methoden in der Algebra und ein paar andere Zugänge auch, um Primideale verwenden zu können in einem konstruktiven Kontext, aber sie auf eine Art und Weise zu verwenden, sodass man sie nicht wirklich verwendet, sodass sie eliminiert werden, sodass es nur so scheint, als ob man sie verwendet, dass man die Vorteile von Primidialen hat, ohne die Nachteile, die man sich mit denen einhandelt. Nämlich, dass man klassische Logik verwenden muss zum Beispiel. Oder dass man nicht Programme extrahieren kann. Und genau sowas gibt es für die Zahlentheorie halt auch. Denn Primzahlen in Z sind ja circa dasselbe wie Primideale in Z. Ja? Und so funktioniert das dann. Jedenfalls können wir jetzt weitermachen. Wir sind nämlich gleich mit dem Beweis von zweitens fertig. Nach dem chinesischen Restsatz. Gibt es eine Zahl m mit eine Zahl c, sorry, m haben wir schon, c mit c ist kongruent zu ai modulo i plus 1 m plus 1 und das Ganze gilt für alle i kleiner gleich n. Der chinesische Restsatz, nochmal kurz zur Erinnerung, sagt aus, wenn wir paarweise teilerfremde Zahlen haben, dann können wir hier irgendwelche Zahlen vorgeben und dann wird es immer eine Zahl c geben, die kongruent zu diesen Zahlen ist, modulo eben diesen Sachen. Der Beweis von dem chinesischen Restsatz ist auch konstruktiv ohne Probleme möglich. Gut. Wir setzen d auf die Paarung von c und m. Und dann sind alle Voraussetzungen erfüllt. Beta von DI ist ja das Beta-Stern von bla bla bla. Das führt dann dazu, dass es einfach wieder der Rest ist, Remainder, von C modulo I plus 1 M plus 1. Und der ist genau AI. So wie es sein soll. Für alle I kleiner gleich N. Das steht im Wesentlichen schon hier. Wir müssen uns nur noch kurz überlegen, dass diese Moduli wirklich echt größer als AI sind. Ne? Sonst wäre es zwar vom Rest her okay, aber es kommen halt nur zu kleine Zahlen raus. Aber das ist in Ordnung. Denn das da ist ja auf jeden Fall größer gleich wie der Fall, dass I 0 ist. Dann steht da M plus 1. Und M, das war der KGV von allen Zahlen von 1 bis k, ist also mindestens so groß wie k. Und k ist das Maximum von diesen Dingen.
ist also mindestens so groß wie AI plus 1 und dann hinten auch nochmal eine plus 1. Also wir haben da sogar noch einen Spielraum von 1. Momentan erscheint es also so, als ob ich auch diese plus 1 hier weglassen hätte können. Also das da haben wir. Und wir haben auch die zweite Bedingung. Wir wollen doch, dass das D echt größer ist als all die AI. Das haben wir aber auch. Denn das D ist mindestens so viel wie das M. Das hätte ich noch bei dem Beweis, bei dem Lemma zur Paarungsfunktion dazu schreiben müssen, dass das Ergebnis der Paarung immer größer gleich ist wie die Einzelzutaten. Das müsste auch nicht unbedingt so sein. Ja, ich könnte entscheiden, meine Lieblingszahl als 0 zu kodieren oder mein Lieblingstupel als 0 zu kodieren, weil ich das so schön finde. Und dann wäre das verletzt, aber bei dem J, was wir haben, stimmt es, dass das kodierte Paar größer gleich ist wie jedes seiner Komponenten. Okay, M ist dann wieder größer gleich wie K und K ist größer gleich wie AI plus 1 und damit ist D also echt größer als all die AI. Jo, und damit haben wir zweitens bewiesen. Jetzt kommt noch drittens. Ich versuche nochmal zusammenzufassen, wie das Beta jetzt funktioniert. Also Beta selbst ist eine sehr, sehr einfache Funktion. Die hat keine große Intelligenz eingebaut oder sowas. Die nimmt halt die Zahl d, entpackt sie zu zwei Zahlen und von der ersten nimmt sie jetzt den Rest bei Division bezüglich dieser Sachen. M ist so ein bisschen quasi der Basismodulus und jetzt wird es immer noch mit i plus 1 aufmultipliziert. Multiplikation ist etwas, was in IQ erlaubt ist. Deswegen können wir das in IQ hinschreiben. Das Schwierige ist jetzt zu zeigen, dass das Beta sinnvoll verwendet werden kann, dass es zu jeder endlichen Liste von Zahlen eben ein D gibt, sodass, wenn man dann Beta DI ausführt, sodass dann die Zahlen nach und nach rauskommen. Dazu musste man eben zeigen, dass diese Zahlen zueinander paarweise teilerfremd sind. Das konnte man auf eine komische Art und Weise machen und auf eine verständliche Art und Weise. Dann hat man den chinesischen Rest dazu verwendet, um eine Zahl zu finden, die eben modulo all diesen Zahlen genau die vorgegebenen Zahlen sind. Und dann muss man die nur noch in ein paar packen. Also, ja. Für das D größer gleich M haben wir die konkrete Formel von J verwendet, oder? Ja, genau, richtig. Ja. Da haben wir die konkrete Formel für J verwendet. Und es wäre besser gewesen, das ist mir leider zu spät aufgefallen, wenn ihr hier noch ein drittens ergänzt, nämlich J von xy ist größer gleich x und J von xy ist größer gleich y. Für alle x und zwar auch beweisbar mit Induktion über quantofreie Formeln. Dann haben wir das hier direkt drin stehen. Und ich werde die Tafel auch sofort wieder wischen, ja? So, lasst uns noch zum Beweis von drittens schreiten. Es sei denn, ihr habt gerade Fragen zu zweitens, dann stellt die bitte. Na dann, Beweis von drittens. Da wird jetzt klar, warum ich da KGV geschrieben habe statt Fakultät. So, drittens. Okay, zunächst Folgendes. Wir sollen ja hier zeigen, dass HA etwas beweist. Eigentlich müsste ich jetzt also einen Beweisbaum hinschreiben. Mache ich nicht, wäre viel zu groß. Ich führe wieder einen Beweis informal und vertraue darauf, dass ihr in der Lage wärt, den in den Beweisbaum zu übersetzen. Ja? Gut, wir sollen etwas zeigen für alle LDA, also seien LDA gegeben.
wir müssen jetzt so einen D-Strich finden. Und ich will erklären, was die Schwierigkeit ist. Also prinzipiell keine. Hier haben wir doch genau vorgegeben, wie man so einen D finden kann. Wir müssen halt das Maximum bestimmen und dann das KGV bestimmen. Dann wissen wir, dass die Teiler fremd sind, dann können wir sich in das Rest dazu wenden und so weiter. Also prinzipiell gibt es kein Problem. Nur halt, wenn man jetzt ein bisschen streng ist, dann schon. Denn wir wollen hier zeigen, dass der Beweis, der jetzt kommt, in HA formalisierbar ist. Und das hat halt so seine Tücken. Zum Beispiel, es gibt ja da nicht so Pünktchen, die ich in HA verwenden kann. Ich muss das also auf jeden Fall mal in den Induktionsbeweis verpacken. Aber dann noch eine schwierigere Subtilität ist bei dem M. Da verwende ich ja die LCM-Funktion. LCM, die Funktion ist aber nicht Teil der Sprache von HA. Das heißt, ich muss hier reinstecken, dass ich die LCM-Funktion darstellen kann in HA und dass sie beweisbar total ist in HA. Nun, die LCM-Funktion ist primitiv-rekursiv. Daher, wenn wir alles schon bewiesen hätten, wäre das trivial. Aber wir sind ja erst gerade dabei, wir dürfen keinen zirkulären Beweis hier machen. Das heißt, ich muss anderweitig zeigen, dass die LCM-Funktion darstellbar ist und beweisbar total ist aus interner Sicht. Dann darf ich sie verwenden. Und die zweite Schwierigkeit ist dann beim Anwenden vom chinesischen Restsatz. Der Beweis ist schon völlig konstruktiv, also sicherlich in HA durchführbar. Aber das Problem ist wieder die Pünktchen. Ja? Ich kann in HA gar nicht den chinesischen Restsatz in seiner ganz allgemeinen Form formulieren, solange ich noch nicht fertig bin mit dem ganzen Zeug. Weil ich nicht A0, Punkt, 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 Komma, AN schreiben kann, wobei N intern ist. Ja? Das sind die Schwierigkeiten. Gut, und wir lösen sie. Wir setzen zuerst K. Eben war K als das Maximum von all diesen Sachen definiert. Maximumsfunktion steht uns jetzt nicht zur Verfügung, obwohl von der nicht so schwer wäre nachzuweisen, dass wir sie verwenden könnten. Aber statt Maximum nehmen wir halt einfach D plus L plus A plus 1. D ist nach Voraussetzung, oder ist aber auch egal, also das ist groß genug für unsere Zwecke. Ja, es war auch hier nicht wichtig, dass K wirklich das ist. Jede größere Zahl als K hätte den Job auch getan. Denkt dran, keine negativen Zahlen, deswegen hebt sich hier nichts auf. So, setze K als das da, setze wieder M wie eben als den KGV von allen Zahlen von 1 bis K. Und jetzt der Nachweis, dass das existiert. Also wir stellen LCM per Hand ohne Verwendung unserer Lemmata dar. Nämlich LCM von allgemein jetzt von n ist y, genau dann, also das da soll jetzt eine Kurzschreibweise werden für das, was rechts steht, genau dann, wenn für alle Zahlen i gilt, wenn i zwischen 1 und n liegt, dann soll i ein Teiler von y sein. Teiler von y muss ich umschreiben, als existiert ein b, so dass y gleich b mal i ist. Kann ich machen. Und außerdem, das würde jetzt ausdrücken, dass y ein gemeinsames Vielfaches von den Zahlen 1 bis n ist. Jetzt muss ich ausdrücken, dass es das kleinste ist. Ja? Also für jedes der hergelaufene y-Strich, so dass diese Bedingung erfüllt ist für das y-Strich, für all sowas ist unser y ein Teiler von y', ist das kleinste gemeinsame Vielfache. Gut, und dann zeige per Induktion, mit Induktion über n, sodass das Folgendes gilt für alle n aus n, gibt es ein y, sodass LCMN gleich y ist. Damit ist eben gemeint, sodass diese längere Formel gilt. Und der Induktionsanfang ist einfach, n gleich 0, da muss ich halt irgendwas setzen für LCM. Und beim Induktionsschritt, da mache ich grob Folgendes. Ich sage, nach Induktionsvoraussetzung gibt es ja schon ein LCM der ersten Zahlen bis n. Ja? Nach Voraussetzung gibt es y-Schlange mit y-Schlange gleich
mit LCM n gleich y Schlange. Das ist nur der KGV der ersten n-Zahlen, es geht aber um den KGV der ersten n plus 1 Zahlen. Und ich mache das jetzt ein bisschen schneller. Was man dann halt betrachtet, ist y Schlange mal s von n. Das ist ein Kandidat für den KGV von den ersten Zahlen bis s von n, bis n plus 1. Eventuell ist es nicht das kleinste gemeinsame Vielfache, aber die Ordnung hier, die ist fundiert. So kann, das kann ich auch in HA nachweisen, so kann ich also zu, so dass ich also zu minimalen y übergehen kann, was ein Teiler hiervon ist und die Bedingung erfüllt. Also so zeige ich mit Induktion intern, dass es die LCM-Funktion gibt. Und die Frage ist hier, ob man die beschränkte Suche verwenden muss. Ach so, ob du darfst. Du dürftest, weil du es darstellen kannst. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Okay. Und ich schreibe nur noch eine Sache an. Dann könnt ihr euch das nämlich zu Hause überlegen, wenn ihr das möchtet. Dann folgt die Behauptung, dass es so einen D' gibt, sodass bla bla bla, aus folgendem Lemma. Wobei wir das Lemma anwenden für n gleich l und und was sagt das Lemma? Das sagt aus, für alle natürlichen Zahlen gilt es, dass wenn sie kleiner gleich l sind, dass dann ein c existiert, so dass wir Folgendes haben. Also es existiert ein C, das soll später mal genau das C werden wie früher im Beweis von zweitens, sodass zumindest schon mal für alle Zahlen i kleiner gleich n, das Ziel wäre i kleiner gleich l, genau das gilt, was gelten soll. Genau das hier. Ja? Warum formuliere ich das so komisch mit diesem für alle n? Warum sage ich nicht einfach, na gut, lasst uns das beweisen, im Spezialfall, dass n l ist. Das formuliere ich deswegen so, weil wir das nicht könnten. Nur mit diesem Umweg können wir es, weil jetzt können wir eine Induktion über n führen. Und so müssen wir dann den chinesischen Restsatz immer nur auf zwei Sachen anwenden, statt auf n, wobei n eine Variable ist. Und das ist kein Problem. Also der Rest hier vom Beweis, jetzt Induktion über n, der ist dann kein Problem mehr. Den bekommt ihr auch alle hin, falls euch das interessiert, wie man das wirklich alles hier bis ins Letzte nachweist. Kannst du das noch in Klammern vielleicht? Ja. Ja, und dann halt so, ich glaube, jetzt ist es mein Wegen hier noch. So haben wir beide Schwierigkeiten umschifft. Ja? Wir haben gesehen, dass wir die LCM-Funktion verwenden können. Und im Beweis hier vom Induktionsbeweis brauchen wir nur den chinesischen Restsatz für die letzten beiden. Macht euch klar, dass wir K-Fakultät nicht so einfach hätten definieren können. Den KGV schon über diese Formel, aber K-Fakultät nicht. Und wenn ich es schon nicht definieren kann, dann kann ich erst recht nicht zeigen, dass es total ist. Der Beweis der Totalität wäre so gesehen einfach, weil da müsste ich halt nur immer das alte y-Schlange multiplizieren mit s von n und so kriege ich die nächste Fakultät. Aber ich weiß gar nicht, was Fakultät bedeutet. Ja? Mit LCM geht's. Und der Punkt in der Literatur ist halt, dass die immer hinschreiben, nimm halt K-Fakultät, dann ist klar, dass man den Beweis von zweitens quasi in HA nachmachen kann, aber das ist halt nicht klar, sofern man noch nicht gebootstrapped ist. Jetzt können wir das machen, weil jetzt ist dabei quasi alles fertig. Wir können also primitive Rekursion umsetzen in HA. Fakultätsfunktion ist primitiv rekursiv. Jetzt im Nachhinein wissen wir, dass wir K-Fakultät hätten verwenden können. Aber zu dem Zeitpunkt der Vorlesung wussten wir es noch nicht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.